das war gerade richtig geil. Ihr seht noch so ein bisschen hier, wir haben schon Pflaster drauf. Das ist also nicht das Blut vom Hecht gewesen, der schwimmt wieder. Krass. Geil. Jawohl, geil. Alter. Kapitalistenknecht! Das sagt mir die Kommunistensau! Ja, und? Ja, Mann, ey! Das ist schon immer, wenn ihr rausgestanden, oi? Churrascablei mit einem Miminoki-Köder. Und Kelo. Da ist der nächste. Oha. Bist du aber nicht auf dem Grund? Ich bin auf dem Grund. Und weg ist er. Scheiße. Wer verkackt? Ah. Oh, er hat vorhin einen Biss gehabt. Ich sehe jetzt haben sie. Oha, oha. Ist er wieder. Ich hoffe, diesmal kriege ich noch gelandet. Oh ja. Der sieht aber gut aus. Ja, gut, ist nur eure Route, ne? Ja, aber ja. Noch hat er ihn nicht, Leute. Weißt du jetzt, warum ich mit euch hier hoch wollte? Sauber. Jetzt haben wir auch ein schönes Foto. Mit dem Daumen ins Maul. So. Da ist er. Ja, so gut. Dann hol ich noch schnell sein Video rein. Aua. Mach doch mal die Kippe auf. Schnauze. Hast du? Ja. Miminoki, Miminoki! Am Chiburaska-Rig. Janik, hast du eigentlich auch schon einen Fisch gefangen? Ein. Haben wir nicht gesehen, ne? Und wieder. Einer schöner wie der andere. Die ersten beiden waren besser, die abgegangen sind. Na, geht's noch?
Nee. Ich könnte jetzt noch 3 Runden drehen. Jo, guten Morgen, liebe Angelgemeinde. Heute ist unser zweiter Tag in Sachen Altschwerin. Gestern waren wir zuerst am Plauersee, haben mit Big Baits geworfen, haben auch einen Hecht gefangen und mussten dann nach 2-3 Stunden aber abbrechen, weil zu viel Wind war. Dann sind wir gestern Nachmittag mit Fred Kutowski zusammen auf den Tauchersee gefahren. Das ist ein kleinerer See mit 39 Hektar und haben da Barsche gezockt. Ja, unser Ziel heute ist es, mit ultraleichtem Gerät und vielleicht auch mit Dropshot-Montagen mal schauen, aber erstmal mit UL-Montagen ein paar sehr schöne Barsche auf die Kette zu kriegen hier. Und wir sind gespannt, was uns heute erwartet. Ob wir euch was zeigen können oder nicht, werdet ihr sehen und wir gleich auch. Wir wünschen euch viel Spaß und uns erstmal viel Spaß beim Angeln. Schaffen das. Klein, aber fein. Das ist der erste des Tages. Und jetzt hoffen wir, dass sie größer werden. Rein. Ganz spitze Bisse nur. Ja. Oh, der ist besser. Oh ja. Jawohl. Oh yeah. Die kleinen Süßen.
vergessen. Tage Barschangeln sind vorbei am Tauersee. Ja, wir haben viele Barsche gefangen, haben unseren Spaß gehabt, kann man nicht anders sagen. Wir sind mit einem Ruderboot raus, haben alles abgegrast hier und ja, gefangen haben wir mit allen möglichen Gummis, vor allem kleinen Gummis. Der Miminoki von Kalo Fishing war top, der Fussichet von Jinza war klasse, der Printchet von Balzer hat auch funktioniert. Also wir haben hier richtig geile Tage gehabt. Ich glaube, wir haben in den letzten 1,5 Tagen, wo wir jetzt hier auf dem See waren, 80 Hechte, Barsche gefangen. Und ja, und ein Hecht tatsächlich heute noch. Einen schönen um die 65, 68 Zentimeter, den haben wir noch als Beifang gehabt. Jo, jetzt geht's erstmal grillen. Und morgen haben wir noch einen Tag vor uns. Da wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Schauen wir mal. Ciao.
ist er. Sehr geil. 100%ig. Aus. Da ist das Ding. Ja. Geil. Geil, 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 geil. Astral. Das war gerade richtig geil. Ihr seht noch so ein bisschen hier. Wir haben schon Pflaster drauf. Das ist also nicht das Blut vom Hecht gewesen. Der schwimmt wieder. Alles super. Aber der hat im Drill nichts gemacht. Ich hab gedacht, ich hätte Kraut dran. Ich habe ans Ufer geworfen, ans Schilf. Und kurz vom Boot kam der erste Kopfschlag überhaupt. Und in dem Moment, wo er im Kescher war, ging er ab. Und dann haben wir ihn ja ein bisschen drin gelassen und dann rausgenommen. Und ja, da fing er so an zu schlagen, hat mir erstmal direkt eine tiefe Wunde reingehauen. Aber so muss das ja auch. Ne? Das ist scheißegal, der Hecht ist gefangen. Wir freuen uns tierisch. Ja, jetzt wasche ich mir die Hände und dann geht's weiter.